Was geht ab? Willkommen zum Vlog. Guten Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das seht. Willkommen. Wir gehen heute was essen mit Christian, mit ein paar Leuten von Elbster, mit dem Basti, Bastis Corner, sind alle unten verlinkt auf jeden Fall. Habe mich jetzt ein bisschen mehr oder weniger frisch gemacht, werde ich mich gleich ein Taxi begeben, weil ich ja immer noch keinen Führerschein habe. Dann von Taxi aus zur Bahn, von Bahn aus, also hier von der AKN aus nach Hamburg. Hamburg, denn da irgendwo den Treffen ist und so. Mal gucken, wann wir die ganzen treffen, mal gucken, was wir heute machen. Wird also eher so ein gemütlicher Vlog. Wir sind ein paar Mann weniger als letztes Mal. Letztes Mal waren wir mit Master Tyne ganz unterwegs. Mal gucken, dass er heute, wahrscheinlich werde heute ein bisschen kürzer das Video. Mal schauen, was ich filmen kann, mal schauen, was ich nicht filmen kann. Who knows? So, jetzt hier gerade Hörgensweg ausgestiegen. Leute, die das kennen, die hier in Hamburg unterwegs sind, die wissen das auch, wo das ist. Es ist jetzt hier, wir sind jetzt hier gerade das McDonald's irgendwo. Hier ist Center, Struve. Ich will jetzt hier mich gleich mit meinen Eltern treffen. Die stehen nämlich hier in der Nähe irgendwo mit einem Imbiss. Und mal kurz Hallo sagen, so alles fit, alles ist gut bei euch und so. Ne? Mal kurz gucken, ob alles in Ordnung ist. Bin nämlich sehr, sehr früh dran. Und brauchen wir jetzt nicht abhetzen unbedingt, um eben wieder zum Hauptbahnhof zu kommen, weil ich erst um 19 Uhr da sein muss. Wir essen erst um 19 Uhr. Das ist jetzt, glaube ich, gerade 17 Uhr oder sowas. Von daher habe ich noch 2 Stunden Zeit. Fahre jetzt eben noch kurz bis 18 Uhr. Ja, circa, ich bei meinen Eltern ein bisschen bleiben jetzt. Da gleich mal gucken am Ende. Da können wir gleich mal, dann sagen wir gleich mal Hallo. So, wir sind wieder am Weg zurück. Da eben eine kleine Wurst gegessen. Auch ich weiß, es ist all you can eat, was wir heute Abend essen werden. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten vor Hunger. So doof wie es klingt. Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Aber eben, weil meine Eltern das auch gleich zumachen mit den Imbiss, habe ich eben noch eine Wurst gegessen mit Ketchup. Und jetzt begebe ich langsam auf den Weg zur Bahn. Und dann auf zum Hauptbahnhof. Und dort hole ich eben der Basti ab. Also der Typ von Elbster. Den auch wie gesagt unten beschrieben, den haben wir auch schon mal im Vlog gedreht. Oder ich fahre von da aus mit der Bahn dahin. Mal gucken, wie es wird. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich glaube, das ist eine Sushi-Bar. Ich esse gar kein Sushi. Oh Gott. Mal schauen, wie es wird. Und ich weiß, die Kameraführung ist bei mir immer sehr, sehr wackelig. Es tut mir auch leid. Ich bin schlecht in sowas, okay? Ich bin sehr, sehr schlecht in sowas. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal wieder in den Tunnel. Auf zurück. Auf zur Bahn. Wir fahren ganz viele Autos. Wir sehen uns gleich, wenn wir am Hauptbahnhof sind, beziehungsweise wenn wir es mit Basti zusammengeschlossen haben. In der Bahn Richtung Eidelstedt. Wir wollen dann auch Richtung Eidelstedt fahren. Von da aus dann denken wir mit S21 oder S3, kommt noch an, was halt früher kommt. Von S21, S3 vielleicht ich zu langsam, ist auch egal. S21 dann zum Hauptbahnhof und da treffen wir uns ja mit Basti. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich hab's verplant, okay? Leck mich. Jetzt heißt es warten, 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 warten. Und noch mehr warten. Ah, Sushi. Hoffentlich schmeckt mir das. Aber die kann man was anderes essen. Ich hoffe es. Ach ja, wie gemütlich einzusitzen. Das Vloggen in der Öffentlichkeit wird immer noch sehr, sehr schwer, gerade wenn andere Leute nebenbei sind. Wenn so jetzt Freunde mit dabei sind, dann geht das. Aber wenn du alleine bist und dann anfängst zu vloggen, das ist ein bisschen peinlich. So jetzt hier, wo jetzt hier keiner sitzt, das geht. Aber ansonsten fällt mir das noch sehr schwer. Ich mach's zwar, vor allem weil ich auch Bock drauf habe, aber es ist mir immer noch ein bisschen unangenehm. Versteht ihr, was ich meine? Ist ja nicht ganz so einfach. Der Basti ist zum Beispiel da ein bisschen anders. Wie gesagt, ich zeige mal ein Video davon, hat er auch mit mir zusammen gevloggt und so weiter. Das ist ja komplett anders. Der vloggt einfach, gib ihm mit Hass. Mir ist das auch ein bisschen unangenehm, aber kriege ich auch noch irgendwann hin. So, wir sind jetzt angekommen bei Basti. Hallo Basti. Hallo Basti. Hallo Nancy. Hallo. So, wir sind jetzt angekommen. Wir fahren jetzt ein bisschen jetzt hier, wir fahren jetzt zur Hamburger Meile. Dort ist dann diese Ichi-Bahn. Ichi-Bahn? Ichi-Bahn. Ichi-Bahn. Ja. Basti ist ein bisschen autoverrückt.
Ein wenig. Basti ist K-Vlog auf YouTube. Alle abonnieren, ist nicht verlinkt. Guck mal, da ist ein Parkplatz. Parkplatz! Eingepackt und eingeschissen. Liebe Eltern, falls ihr eure Kinder endlich bestrafen wollt oder sowas, kauft ihnen dieses Auto. Kauft ihnen einfach dieses Auto. Wer fährt so ein Auto? Benjamin Blümchen oder so. Keine Ahnung. Ich find's nicht. Findet ihr das hübsch? Ja, super, ne? Arme Sau. So, jetzt stehen wir hier in der Hamburger Meile und suchen die. Ich glaube, ich sehe sie da hinten. Ichiban, oder ist das H&M? Da siehst du, was sich da spiegelt? Ichiba? Ist das da hinten? Ist das da hinten, das Rote? Keine Ahnung, ich rede mit dir. Was? Ach so. Ja, das ist das wohl. Ja, keine Ahnung, dass es da hinten ist. Wollen wir da mal hin? Ja, da hin. Yeah. Was ist das denn da vorne? Sind das Eier? Danke. Meine Eier sind groß. Man nennt mir nicht umsonst die Bandnudel. Und blau. Und blau. Seht ihr meine neue Existenz? Hier. So, wir sitzen jetzt hier in dieser Ichiban. Ja, gibt es anscheinend Sushi. Das steht hier so dran. So Sushi-Grill-Restaurant. Noch nie Sushi gegessen, wir machen jetzt All You Can Eat. Ich zeige euch gleich das Essen noch mal ein bisschen. Hallo Nancy. Hallo, guck mal, der Winkel ist richtig vorteilhaft. Ja. Eine riesen Stirn. Klingonisch. Was? Nichts. Klingonisch. Und das ist das Ex-Geburtstagskind. Hallo. Sag hallo. Wo landet das? Hast du eine Genehmigung dafür? Ich versuche gerade mit Stäbchen zu essen. Oder zumindest zu lernen. Das ist gar nicht mal so einfach. Verstehe nicht. Gibt es in Japan keine Gabeln oder was? Sind die noch nicht so weit wie wir? Das ist schwierig. Aber ich krieg das hin. Oh nein! So, seht ihr das? Ich bin doch mega überfordert, jetzt schon. Ich bin noch nicht mal in Japan. So, ich habe jetzt die Switch hier mal ganz kurz so ein bisschen. Wir werden jetzt noch weiter ein bisschen testen, die Controller. Ich finde das mega gut, ich will auch unbedingt so Dinge haben. Wir haben ja auf jeden Fall so ein bisschen schon das Essen vernichtet. Alles Mögliche. Und das ist schon. Ich will unbedingt die Switch haben, das ist ja mega cool. Ich werde jetzt noch ein bisschen spielen. Geil! So, voll gefressen. Vollgefressen. Satt und Pappe. Mir kam gerade Pappe in der Puse. Alles klar. So, soweit erstmal jetzt ein bisschen gegessen. Voll. Also voll ist gar kein Ausdruck. Ich bin satt wie sonst was. Wir hätten eigentlich noch dreimal was bestellen können. Oh, ging gar nicht. So, ich wollte natürlich nochmal wieder ein bisschen Werbung machen jetzt vom Verein, wo es sich gerade anbietet. Ein M6. Die beiden hier, also der Basti und die Nancy da hinten. Ich bin ganz dunkel. Ich weiß. Du bist Fahrstadt. Oh. Stimmt, tatsächlich. Jetzt, hallo. Hallo. Die beiden vertreiben ja mein Merchandise. Das sind ja die beiden von Elbster.de. Wir treiben Merchandise. Wir treiben, also, ihr vertreibt es, wollte ich sagen. Also ihr bestellt es ja auch her. Ist hier raus? Nee, wir waren da raus. Die stellen das ja auch her und machen und tun und fahren. Fuck! Keine Ausfahrt. Ich hab gelogen. Oh nein! Das war die Einfahrt. Tut mir leid. Ich hätte auch auf Ausfahrtschild hören sollen. Ja. Ich wollte aber nochmal sagen, holt euch den Merch. Es gibt jetzt neue Taschen. Es gibt Mauspads. Es gibt Taschen, Tassen. Hab ich schon Taschen gesagt? Es gibt Taschen. Es gibt neue große Taschen. Hey, es gibt auch Taschen jetzt, es gibt ne? Taschen. Richtig große Taschen. Es gibt richtig große Taschen. Es gibt jetzt richtig große Taschen. Drei Logos haben wir bisher. Einmal Rikis Banane, einmal Rikis Wohnwagen und einmal Wer wird gebumst? Lass du das? Das
ist das Schwudelwort. Sag schon. Sie lacht wie Sheldon. Wow. Und guckt doch mal vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Geile Sachen, geiler Merch. Kauft meinen Scheiß. Dankeschön. Ihr unterstützt Ricky damit ja auch. Ihr tut das für Ricky, nicht für euch. Ja, das ist nur so ein Nebenbonus, dass ihr was habt. Genau. Unterstützt mich, unterstützt mich. Ricky wohnt in Hamburg. In Hamburg gibt es Koks und Nutten und irgendwo muss das Geld dafür ja herkommen. Ich bin froh, dass ich keine Nutte davon bin. Was mich würde jemand kaufen, wenn ich so als Nutte wäre? Körbchengröße stimmt, ne? Das ist doch gemein. Sorry, ihr Büff. Das ist ja der Liebe, der macht ja hier auch nur Cars. Du kennst dich ja mit Cars sehr gut aus, ne? Also jetzt nicht mit dem Pixar-Film, sondern mit Autos. Ja, auch den Pixar-Film tatsächlich. Den Pixar habe ich schon 20 Mal gesehen. Gut, ne? Ja, welches ist dein Lieblingscharakter? Der rote. Lightning. Lightning McQueen, genau. Ja, ich mal gucken. Ach ja, stimmt, das ist der Abschleppwagen, ne? Ja. So, hier waren wir gerade. Weiß nicht, ob man das erkennen kann bei der schnellen Fahrt. Da waren wir gerade. Er ist ein bisschen autoverrückt. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Mit was fahren wir denn gerade? Mit einem BMW M4. YouTube Money.